Herzlich willkommen zu unserem 10-Fakten-Video über The Puppet. Fangen wir gleich mit dem ersten Fakt an. Fakt 1. Puppet ist der einzige Animatronic, dessen KI der Spieler in der Custom Night nicht einstellen kann. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass die Geschwindigkeit des Abwickelns der Musikbox an die Nacht gebunden ist. Fakt 2. Puppet wird mit maskulinen Pronomen angesprochen, obwohl seine Stimme weiblich klingt. Der Grund dafür liegt darin, dass Puppet selbst ein männlicher Animatronic ist, während er von einer weiblichen Seele besessen wird. Fakt 3. In einem Todeszitat von Puppet in UCN erzählt sie, dass sie sich nicht mehr vom Spieler fürchtet. Daraus lässt sich schließen, dass der Spieler in UCN in Wirklichkeit als William Afton spielt und Puppet sich nun nach ihrem Tod nicht mehr so sehr von ihm fürchtet, wie zu ihrem Todeszeitpunkt. Fakt 4. Puppet ist mit den Mini-Arenas und Phantom Puppet sowie Security Puppet eine der einzigen Animatronics in der Reihe, die keine Zähne besitzen. Fakt 5. Von so gut wie allen Animatronics ist Puppet einer der einzigen Animatronics in der klassischen FNAF-Reihe, dessen Absichten in der Regel gut sind. Sie möchte nur die 5 Kinderseelen, welche von William Afton ermordet wurden, wieder zum Leben zu erwecken, damit sie sich gemeinsam rächen können. Fakt 6. Verborgen in den Spielerlaternen von FNAF 2 gibt es ein unbenutztes Bild von Puppet mit Schnüren. Der Name der Textur, Puppet in Office, weist darauf hin, dass Puppet ursprünglich in Boo erscheinen sollte. Fakt 7. Bleiben wir bei den Spieldateien, eine Nahaufnahme von Puppet Jumpscare kann seltsamerweise in FNAF 2 und sogar 3 gefunden werden, nur fehlen ihm hier die Pupillen. Fakt 8. Bevor Puppet von Henrys Tochter Charlie besessen wurde, hatte Puppet keinerlei Tränen. Erst nachdem Puppet besessen war, erschienen Tränen auf seiner Maske, was symbolisierte, dass Puppet zu diesem Zeitpunkt besessen war. Nach dem Brand von Freddy Fazbear's Pizza Place wurde Charlie befreit und die Tränen auf Puppets Maske verschwanden. Eventuell würde seine Maske auch Teil des Blobs werden. Fakt 9. In der 1987er Freddy Fazbear's Pizza war Puppets Aufgabe während des Tages, Kindergeschenke und Kuchen zu übergeben. Dies wird von dem ersten Freddy Files Buch und dem Survival Logbook nochmal genauer illustriert und gezeigt. Fakt 10. Laut einem der Söhne von Scott Cawthon hatte seinem Vater bei der Erstellung der Texturen von Puppet geholfen, insbesondere bei den Gesichtstexturen von Puppet. Das war's dann für heute. Falls ihr Vorschläge habt, welchen Animatronic oder Charakter wir als nächstes machen sollten, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder.